Frau Hoffmann, vor rund zwei Wochen, am 15. Juni, hat Olaf Scholz auf die Frage, wie er US-Präsident Joe Biden beim G7-Gipfel wahrgenommen hat, erklärt, ich zitiere ganz kurz, ich finde, dass Joe Biden jemand ist, der sehr klar ist, der genau weiß, was er tut. Das bezweifeln jetzt zwei Wochen später sogar führende US-Demokraten. Da würde mich interessieren, bleibt denn der Kanzler bei seiner Einschätzung? Der Kanzler hat ja, wie Sie selbst gesagt haben, diesen Eindruck beim G7-Gipfel gewonnen und dabei bleibt er ja. Das bezog sich auf die Gespräche, die er mit Joe Biden und im Kreis der G7 geführt hat. Jetzt kennen wir ja alle die Bilder bei dem Fernsehduell zur US-Präsidentschaftswahl und auch die zahlreichen Videosequenzen, die zirkulieren. Hat Kanzler Scholz dann am 15. Juni wirklich den Bundesbürgern seine reale Einschätzung des Zustands des US-Präsidenten geschildert? Und wenn ja, wie erklärt er denn die Differenz zur Mehrheit des medialen politischen Komplexes, die mittlerweile zu einem ganz anderen Schluss gekommen sind als er? Zu Teil 1 der Frage ja, selbstverständlich. Zu Teil 2, darüber spekuliere ich jetzt nicht.